Willkommen, alle Spidey-Fans, die eingeschaltet haben zu meinem neuen Let's Play. Ich bin der Divi und wir spielen Marvel Spider-Man Remastered, den Spider-Man-Spiel von Insomniac Games, die man unter anderem für die Ratchet & Clank-Spiele kennt, die ich persönlich zu einer meiner absoluten Lieblingsspiele zähle. Und bevor Spider-Man 2 rauskommt, wollte ich halt unbedingt den ersten Teil und Miles Morales gespielt haben. Und ich würde auch mal sagen, fangen wir auch direkt mal an und los geht's mit der Intro-Cutscene. Einheiten Stufe 4 Mobilisierung. Einsatzort Fisk Tower. Fisk? Enjoy the Fat Panda. Fette Mucke. Oh, it's Spidey time! Ich zahle die Rechnung. SWAT ist 1084 beim Fisk Tower. Alle Einheiten standby. Haftbefehl kommt. Ah, Rechnung können warten. Erst geht's los, um Leute retten! Oh, kann ich jetzt? Ja, kann ich. Schwingen! Hui! Okay, halte gedrückt, um zu schwingen. Hui! Das ist cool. Drücke während zu gedrückt, um springen, schneller zu werden. Oh Gott! Oh Gott! Habt ihr ihn schon geschnappt? Nein, wir sind am Fisk Tower. Warten aber noch auf den Haftbefehl. Was dagegen, wenn ich mitmische? Du weißt, wie seine Anwälte sind. Es muss alles nach Vorschrift laufen. Komm schon, Yuri, ich habe 8 Jahre darauf gewartet. Du möchtest wirklich helfen? Dann auf zum Times Square. Wie es aussieht, halten seine Männer meinen Nachschub auf. Alles klar, bin schon fast da. Okay. Geil. Wo endlich mal auch immer, wie so ein Spider-Man-Spiel, wo man die Netze nicht nur in der Luft platziert, ne, wie in den früheren Spielen. Die haben jetzt wirklich auch mal einen richtigen Ankerpunkt, immer, ey. Hui! Den ganzen Kilometer entfernt. Parker, wo sind Sie? Wir müssen mindestens einen Probelauf machen, bevor die Fachkommission eintrifft. Oh, ja, tut mir leid, ja. Ich war gerade beschäftigt, persönliches Problem. Ich komme sofort, versprochen. Ich sollte das schnell erledigen und dann zu meiner echten Arbeit. Wie hab ich das gerade gemacht? Ich hab mich gerade zwischen den Gebäuden zu Netze geschwungen. Habt ihr das gesehen? Also links und rechts gleichzeitig. Wie scheint die Kavallerie angefordert zu haben? Oh, der Times Square. Da war auch diese geile Szene aus Rise of Electro, ne? Meistens Spider-Man 2. Wir brauchen mehr Leute! 1032, Times Square, Officer unter Beschuss! Zeit für den Rambock. Rambock? Oh. Ein Truck. Gastruck oder ja, Gastruck. Was auch sonst. Natürlich ist es ein Gastruck. Ah.
Morgen, Jungs. Das Kampfsystem ist auch das, worauf ich auch sehr gefreut habe, ey. Weil das ist nämlich genauso wie das Free-For-Kampfsystem aus den Batman Arkham-Spielen. Drück für einen Netzschlag. Zack. Drück zu einem normalen Schlag. Zack. Der Entspinsel blitzt um deinen Kopf, um dich vor angehenden Angriffen zu warnen. Wenn du dies siehst, machst du dich bereit zum Ausweichen. Alles klar, mit Kreis. Okay. Kann sein, dass das ein bisschen, dass das ein bisschen komisch läuft, das Spiel, oder meine ich das nur? Der nächste bitte. Netzschwung! Hallo? Oh, oh, oh. Oh, da kann man auch ausweichen. Alles klar. Ah, okay, man kann. Zack, zick, 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 zick. Bam, bam. Wow, Fisk hat eine Menge Typen auf seiner Gehaltsliste. Na, das haben die. Das ist wieder so komisch. Immer diese ganzen Bösewichte, die haben immer massenhaft an Schurken, die einen folgen, ne? Ja. Gefolgsleute. Spider-Man, wie sieht's aus? Fast fertig hier. Und bei dir? Wir gehen jetzt rein. Bin gleich da. Ich freue mich schon auf Willys Gesicht, wenn du ihm die Handschellen anlegst. Au! Hallo! Zack, und da hast du den Kanaldeckel. Also auf jeden Fall, Kampfsystem muss man auf jeden Fall noch gewöhnen, ey. Ich hab sogar, dass man die überall rantackern kann, ey. Okay, Yuri, erledigt. Was ist? Yuri! Und da unten ist die rote Treppe sogar. Ich wusste, dass Fisk nicht einfach abdanken würde. Wo Andrew Garfield gegen Electro gekämpft hat. Und zack. Fisk Tower. Ruft mehr Verstärkung und riegelt den Luftraum ab. Yuri, alles okay? Wenn er es aus dem Gebäude schafft, verlieren wir ihn. Na, ich werde dann mal. Dann mal los. Ja. Ja! Die scheinen hier auf jeden Fall schon mit Spider-Man viel mehr schon zusammenzuarbeiten. Das heißt, der muss das schon eine Weile machen dann, ne? Aufgepasst! Also sie sehen wie nicht so wirklich als Kriminellen an. Fang! Ich mach den Weg frei, folgt mir! Raus hier, Spider-Man! Wir schaffen das! Oh! Mein Fokus auf die, bei. Baue Fokus auf, indem du Gegner angreifst, du bewirkst Schaden, wenn du mehr Fokus hast. Erhöhe deine Kombozähler, um deinen Fokus schneller wachsen zu lassen. Erhalte Bonus-Fokus im Luftkämpfen. Schlechte Nachrichten, ihr schafft das nicht, Kumpel. Oh nein, 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 nein. Oh, vielen Dank für euer Vertrauen, Jungs. Zack. Also, ich finde das echt cool, dass man sich richtig noch dahin ziehen kann zu den Gegnern. Das ist echt cool. Das nennt man wohl feindselige Arbeitsumgebung. Na, guck mal, alles noch so für Kampf. Was man alles noch für Kampfsmoves lernt, ey. Oh. Ich hab Fokus voll. Was kann ich jetzt? Was ist das für ein Mist? So ein Mist. Oh, cool, immer den Boden pappen, ey. Nutze Fokus, um dich zu heilen. Je mehr Fokus du hast, desto mehr kannst du dich heilen. Ah, okay. Dafür ist der Fokus also schon mal sehr gut da. Runter, runter, runter! Ich muss die Schützen ausschalten. Au. Ich hab doch nicht gesagt, dass ich unverwundbar bin! Was ist das für ein Mist? Oh, da ist noch mehr.
Habe ich eine automatische Kamera oder? Ich meine, ich hatte die abgeschaltet, dass die Kamera mich nicht automatisch verfolgt. Du hältst mich nicht auf. Ich glaube, das waren alle. Los, los! Die Aufzüge sind abgeschaltet. Nehmt die Treppe. Ich mag es lieber etwas direkter. Okay. Also Leute, geht sofort weiter. Ich muss ganz kurz was nachgucken. Einstellungen. Grafik. Ja, okay. Das ist der Grund, warum mich das so komisch anfühlt. Ich habe den Motion Blur und Filmkörnung ist noch drin. Chromatische Aberration ist auch noch drin. Ja, das ist doch kacke. So, jetzt aber. Grafikmodus klang. Ja, jetzt. Kontrollpunkt neu starten. Wenn du diesen Kontroll musst du den letzten Kontrollpunkt neu starten. Oh. Ja. Okay, machen wir das ganz kurz, Leute. Ich mach da kurz. Oh, wir sind wieder hier. Ja, passt ja. Status? Auf dem Weg nach oben. Ah, perfekt. Niemand die Aufzüge an. Unsere Helis sind unter Beschuss. Und Fisk hat bewaffnete Männer auf jeder Etage. Er ist verzweifelt. Und wehrt sich mit allem, was er hat. Ich muss ihn finden und die Sache beenden. Jetzt steuert es schon viel besser. Ich habe ein Gespräch abgehört. Sie löschen alle Daten von ihren Servern. Wir brauchen Beweise, wenn wir ein Ding festmachen wollen. Okay, auf in den Serverraum. Kann ich irgendwie schneller? Oh. May ruft an. Ich gehe besser. Ah, ich kann rennen. Perfekt. Hallo, Tante May. Was ist das für ein Lärm? Ich sehe mir einen Superheldenfilm an. Was gibt's? Wollt nur fragen, ob es bei unserem Abendessen morgen bleibt? Na klar. Hey, ich muss los. Okay, hab dich lieb. Ich dich auch. Hab dich lieb, ich dich auch. Mal immer den Luftschächten da rumkriechen, die passenderweise so groß sind, dass ein Mensch da durchkriechen kann. Wie immer. Jetzt steuert das Spiel auf jeden Fall schon viel besser, ey. Mit dieser scheiß Motion Blur immer. Hallo! Ich komme! Und zack! Der Typ lebt noch, keine Sorge. Oh Gott! Das passiert in den Batman Arkham Spielen auch immer, ey. Du schmeißt immer Leute die Gebäude immer runter. Ja, denen geht's gut, keine Sorge. Die sterben schon nicht. Bei voller Fokusleiste kannst du einen Finisher ausführen, mit dem du deinen Gegner unmittelbar ausschalten kannst. Da gab's in den Arkham Spielen auch. Ich komme wieder zum Schaffe drücken, okay. Dachtet ihr denn wirklich, dass das gut ausgeht? Alter, fetter Move, ey. Am Anfang hat man halt nicht so viele krasse Moves, die man ausführen kann, aber... Oh Mann, ich wollte den Move machen. Und zack. Und der nächste. Hammer fett. Ob tot oder lebendig, Fisk ist egal. Naja, die Steuerung ist drin, ne? Ja. Ich hab ganz halt automatische Anvisierung drin, ey. Das ist ein bisschen bescheuert. Spiel. Da, warte. Kamera folgen. Ne, ist ab. Im Kampf auch, da. Beim Schwingen und im Kampf soll es bitte auch abgeschaltet sein. Perfekt. So. Du musst den Serverraum finden, bevor alle Beweise vernichtet sind. Die restlichen Einstellungen werde ich gleich nach einer Pause machen dann. Das muss ich jetzt nicht machen. Wo muss ich hin? Spidey Sense sagt mir, ich muss da hoch. Wenn ich hier reingehe, zerstören sie alle Beweise. Ich muss mich irgendwie reinschleichen. Da ist er ja. Ah. Alles klar. Wie geht's da rum rein? Hallo? Achso, okay. Na dann. Mein kleiner Privateingang. Hallo. Der Spidey kriegt euch die Schächte. Schmutzig, aber seine Luftschächte sind echt sauber. Beeilung. Der Boss will, dass alles gelöscht wird. Das Löschen geht nämlich schneller. Oh, Lüftungsschacht ist Takedown. Was ist denn da vorne? Kann ich da auch einen Takedown machen? Da gehe ich gar nicht normal durch, dann mache ich einen Takedown. Dann nehme ich direkt einen Gegner mit. Sehen Sie jetzt live zu, wie ich die erste Mission verhaue. Weil ich mich nicht beherrschen konnte. Niedlich, wenn Sie so nichts ahnen sind. Ach so, hm? Oder auch nicht. Alles klar, los geht's runter. Bin ich hier beim Support? Hallo! Passwort vergessen. Spider-Man!
möchte nicht an die Konsole. Ah, ist doch schon viel besser, ey. Wenn ich komplette Kontrolle über die Kamera nur ich habe, ey. Perfekt. Und ich fand die Typen bei meinem letzten Job unhöflich. Oh Gott. Was hat? Schnappt ihn euch. Oder? Er spinnt mich an. Na, ich spinnt mich ein. Ich muss die Konsole erreichen, bevor alles gelöscht ist. Okay, schnell. Mal sehen, wie gut die Sicherheitsvorkehrungen sind. Oh, das finde ich mal cool, ey. Tastatur mit USB-Stick. Du versteckst dich im Serverraum. Wie fein. Sogar für dich. Sagt der Typ, der gerade seinen Suchverlauf löscht. Nach all den Jahren bist du immer noch bloß ein dummes Kind. Stimmt, aber das macht meinen Charme aus, oder? Verdammte! Brech die Tür auf, Zocker! Drücke auf den Luftschleuder. Ah, zerstört alles. Boah. Halte den Ort. Zieh dich um. Mein Bad. Was hast du jemals Großes vollbracht? Au. Na, einmal habe ich einen aufgeblasenen, vollgefressenen Gangsterboss noch vor dem Frühstück ausgeschaltet. Der Bock ohne mich gerät der Abschaum, den ich in Schach gehalten habe, außer Kontrolle. Und das ist deine Schuld. Lasst euch. Es war ein weiter Weg, Fisk. Wie traurig, dass er zu Ende ist. Er fängt erst an. Tja, dann mach dich besser bereit. Perfekt, aber geil. Yuri, eine Explosion. Ich hab's gesehen. Fizz könnte alles verdrahtet haben. Ich schicke das Bombenkommando. Ich werde ihm freie Bahn verschaffen. Tötet ihn, sonst tötet der Boss uns. Oh, immer die mit den Schusswaffen, ey. Bringt doch nix. Ich glaube, das waren alle. Also die Kombination mit den Gegnern am Boden anpappen, funktioniert sehr gut, ey. Der Weg ist frei. Los! Hey, Jungs. Ich glaube, Bomben gehören zu Willys Fluchtplan. Sie scheinen festzusitzen. Kümmer dich um sie. Wir suchen die Bomben. All is clear. Hilfe! Ist da jemand? Los, alle weg! Evakuiert das Gebäude! Hallo? Hilfe! Die Leute müssen irgendwie rauskommen. Ich hab da hinten auch Leute gehört. Ich werde sie finden. Also hübsches Spiel auf jeden Fall, ey. Spider-Man! Wir können nicht weg! Wir sitzen fest! Ich heb's hoch. Wenn sie frei sind, schnell raus hier. Wer gehen kann, hilft den Verletzten. Verstanden? Nochmal? Buttonmation oder? Ja, nochmal. Los, los, los! Jetzt kümmere ich mich um Willy. Okay, Willy. Ich komme. Spider-Man, ich bin's, Yuri. Wie geht's, Captain? Könnte besser sein. Unsere Helis haben was abbekommen. Wir mussten den letzten aus dem Verkehr ziehen. Wenn sich Fisk einen Heli ruft, können wir die Landung nicht verhindern. Und niemand, der ihn jagt, wenn er wegfliegt. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass er das die ganze Zeit geplant hat? Weil es wahrscheinlich so ist. Ja, ich dachte, da hinten wäre was. Nur schon noch Collectibles gucken, weißt du. Verdammt. Yuri, schick die Sanitäter, schnell! Ich versuch's. Rocket Launcher. Achtung! Nein, ihn endlich ab! Liegt der? Ne, der liegt noch nicht. Hat er auf Schmerzen gefasst. Jetzt ist Schluss. Na. Da schon zwei mehr. Raketen. Bisschen übertrieben, oder? Zur Hölle war das! Was? Ist nationaler Raketentag oder so? Nationaler Raketentag. Das ist dein Ende. Oh, 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 oh.
Mann, wie sind die Jungs vom Bombenkommando hier durchgekommen? Oh, daher muss ich. Zack. Er ist hier. Schlappt ihn. Hab ich nicht. Nur die Ruhe. Jeder bekommt was ab. Er ist im Bett bleiben sollen. Was ist im Bett? Und dieser Small, immer dieser Smalltalk von den Leuten mal. Wie macht er das genau so? Zack und zack und. Komm runter und kämpf wie ein Mann. Ich hoffe, sie sind okay. Seid ihr in Ordnung? Wir wollten gerade Verstärkung anfordern. Das bin wohl ich. Geh vor. Wir bleiben dicht hinter dir. Achtung, Boss. Ja. Hat er dich nur die Polizei unterwandert. Wie mache ich die Typen mit den Schildern platt? Vor allem mit dem Schild im Blockenangriff von vorne ab. Sind aber von hinten verwundbar. Niederschlag und ausweichen und schlagen, alles klar. Ihr habt von Anfang an mit Fisk unter einer Decke gesteckt? Boah, die Bilder kriege ich nie mehr aus dem Kopf. Euer Plan ist also nicht aufgegangen. Dann weiter mit Plan B, einer ordentlichen Tracht Prügel. Er darf nicht ins Büro. Und da habe ich auch was für dich. So, das blockst du nicht. Hoffe ich, hat das keiner von den Nachrichtenhelikoptern gesehen, weil ich das gerade gemacht habe. Hey Juri, einige deiner Leute standen wohl auf der Gehaltsliste von Fisk. Die gute Nachricht ist, dass das Willys letzte Front war. Ich stehe direkt vor seinem Büro. Schalt ihn aus. Sofort. Mit Vergnügen. Alles klar. Tür auf. Tür auf. Kann ich die öffnen? Ja, kann ich. Na, wie gesagt, den ersten Part mache ich ja bekanntlich immer länger, den vom Start eines Let's Plays. Fisk. Schreibst du deine Memoiren? Vergiss nicht den Bindestrich zwischen Spider und Man. Mach den Heli fertig. Ich komme gleich. Erstaunlich, wie weit du gekommen bist. Aber deine Torheiten enden jetzt. Du weißt schon, dass ich dich immer noch sehe, oder? 8 Jahre lang diese Anmaßung. Hat der ist schon bei 8 Jahren schon 8 Jahre dabei? Okay. Oh, für mich? War nicht nötig. So ein etwas älteres Bein, wenn ich schon seit deiner Schulzeit schon da dabei. Oh, hör mich auf festzuhalten! Ja, das war relativ einfach. Wie kann das sein? Was ist los, Willy? Du scheinst wütend zu sein. Ich werde dich vernichten. Na gut, eins bei dem hat er ja schon mal getötet, ne? Vom Across the Spider-Verse. Ne, Into the Spider-Verse. Ne, Across the... Ne, Into the Spider-Verse war das. Das ist meine Chance. Okay, eins spinnen und dann muss ich auf ihn einboxen. Du elende Nervensäge. Oh. Es ist gleich vorbei. Weil der haut immer ganz krass rein, der Typ. Oh. Boah. Hey, aber warum mach ich was aus, ey? Autsch. Oh. Ja, genau. Du bist der größte Abschaum dieser Stadt. Oh, wie cool, den Arkham-Spieler geht der Anzug auch nach und nach kaputt. Ihr wisst, was zu tun ist. Umstellt ihn. Na, ich kümmere mich erstmal um deine Kleinen. An alle Zugriff. Ihr seid zum Kämpfen ausgebildet. Also kämpft! Oh, nicht Fisk! Oh! Er ist so
schnell! Ich will keine Ausreden hören! Ich muss mich erstmal um seine kleinen Leute hier kümmern, ey. So, erstmal die kleinen Leute. Boah, shit. Wofür bezahle ich euch denn? Ich glaube, ich echt, ob der den überhaupt genug bezahlt für sowas, ey. Wo bleibt die Verstärkung? Ich weiß nicht was. Oh! Zack, oh, zack und zack! Oh! Hab ich noch irgendwas, was ich werfen kann? Der will was von mir, ne? Ja. Nein, 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 nein! Oh Gott. Ist ja schon, der bricht mir das Kreuz. Wie Bane in Nightfall. Bei Bruce Wayne. Oh so, ich muss schlagen, 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 schlagen. Jetzt müssen wir noch das Leben retten. Sollten wir uns küssen? Vielleicht später. Ja, Spaß, der muss Superkräfte haben, oder der Fisk, der es aushält. Endlich geht's nach Rikers, hä? Huh? Tja, ich glaube, du hast da drin mehr Feinde als ich. Wenn du glaubst, dass das mehr als ein kleines Ärgernis ist. Whoop, ich muss los. Hey, viel Glück, Willy. Ich habe das Gefühl, du wirst es brauchen. Idiot! Ich habe in dieser Stadt für Ordnung gesorgt. Ein Monat. In einem Monat willst du mich wieder zurück. Hat er eigentlich schon recht, weil er war der Crime-Boss. Ne? Er hat alle im Zorn gehalten. Der Kingpin wandert hinter Gitter. Und wo er weg ist. Ende einer Ära. Ich sollte das feiern. Vielleicht sollte ich Urlaub machen. Das Ende einer Ära. Und ich würde aber auch sagen, oh, neuer Stufenaufstieg. Cool. Höhere Gesundheit, plus 10. Greifen mit auf den Fähigkeitsbaum zu. Aber Leute, das gucken wir uns erst im nächsten Part an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffentlich seid ihr im nächsten Part auch wieder dabei zu meinen Let's Plays zu Marvel's Spider-Man von Insomniac Games. Tschüss.